Willkommen zurück zu Oddworld Munch's Odyssey im Level Reservoirgasse. Und dort holen wir uns jetzt schon den dritten Mutagen. Den dritten Klacken. Wohlgemerkt. Alles Junior-Chefbüros, die alles andere als groß sind, also hier würde ich nicht gerne arbeiten. Überweis deine Kohle. Yay, wir können die Kamera justieren, was uns nichts bringt. Unwichtig. Und mit jedem Mal steigt der Wasserpegel. Das dürfte fast das Maximum gewesen sein, oder? Am Wasser? Ich meine, interessiert mich nicht. Der nächste Weg ist immer sehr deutlich. Und warum so viel Spooks? Da muss es einen Grund geben. Na gut. Wir schauen gleich, was da hinten ist. Ein schön durchdachter Level, wo der hohe Wasserstand auch noch irgendwas dazu beitragen sollte, müsste. So, jetzt verstehe ich noch nicht ganz genau. Was ist das denn hier? Ich mache Quicksave und stürze mich ins Abenteuer. Da ist ein Sleek. Tja, sinnvoll wäre es, wenn wir erstmal alle Sleeks fertig machen. Und das sind schon mal drei. Und wir haben nur einen Stock. Oh, noch mehr Sleeks. Das gibt's doch gar nicht. Viel zu viele. Zum Scheitern verurteilt. Okay, meiner wird als erstes sterben, ist ja ganz klar. Zwei gegen einen ist ja auch so fair. Eins, zwei, drei. Und diesmal schnappen wir uns den Sleek dort hinten. Vielleicht hat er ja mehr Power. So. In der Tat, er kann schießen. Da gehen wir natürlich als Sieger vom Platz. Schön, da haben wir erstmal aufgeräumt hier. Nicht ins Wasser fallen, mein Lieber. Sag mal was Schönes, Nettes. Hey, Stinker! Was Nettes? Bruder, du stinkst! Hat dir deine Mutter keinen Anstand beigebracht? Fortkopf! Das sagt schon alles und deswegen weiter im Text. Passage 4. Mehr Sleeks sind es wohl nicht. Zerfleischt. Aber wie kriegen wir das Ding auf hier? Für alles muss es eine Lösung geben. Interessant, dass wir hier ein Ei-Wiederbelebungs-Dingsbums haben. Aber was gibt es als nächstes zu tun? Hier können wir hoch. Das ist recht deutlich. Sollten wir das auch tun? Wir sind wieder beim Anfang. Okay, interesting, aber finde ich gerade scheiße. Mit Abe, der so einen weiten Weg gelaufen ist? Nee. Da mache ich schnell laden. Da tue ich lieber schnell laden. Tja, wir müssen uns das mal zugute führen. Da oben. Da ist ein weiterer. Aber wie kommen wir da hin? Mein Vorschlag wäre, wir machen alle Sleeks fertig. Und dann gucken wir uns mit manchmal ein bisschen um. Hier in der Nähe muss etwas sein, was den Brunnen öffnet. Hier ist der Starke. So, kannst du es auch mit drei aufnehmen? Wir probieren's. Wir probieren's. Es ist schwer zu steuern, wollte ich mal gesagt haben, ey. Rückwärts gehen, meine ich. Puh! Und tschüss, Mann! Gut. Jetzt ein Quicksave.
dann werden wir mal sehen. Wenn wir da drauf gehen, das bringt uns auch nichts, oder? Ich glaube, das eher als Rettung. Puh, ja. Mensch, hallo. Wo bist du? Komm mal her, wir untersuchen das feuchte Gefild in der Nähe. Da geht's in der Tat weiter. Aber erst, wenn man den Wasserstand ganz hoch hat anscheinend. Nee, doch, es geht jetzt schon. Dann wird das auch der Schlüssel zum Erfolg sein. Achtung, 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 Achtung. Was kommt da jetzt, weil ich den Zapmat hatte? Sleeks! Viele Sleeks. Zu viele Sleeks. Mindestens zwei Sleeks. Und eine viel zu kurze Dauer. Und warum der eine mich nicht mehr angreift, weiß ich gerade nicht. Oh Gott, ich verpiss mich. Na, Idiot! Wie kann man nur so dumm sein? Aber einer ist er noch irgendwo, wenn er nicht abgesoffen ist. Upsi. Den wollen wir uns dann holen. Komm mal her! Und da oben habe ich jede Menge Zeug gesehen, was uns weiterhilft. Da ist er. Jetzt ist er tot. Gut, gut, gut. Da ist eine Tür. Das bringt uns zum nächsten Büro. Und das ist der Brunnen. Jawohl. Das macht alles Sinn. Die haben sich doch dabei was gedacht. Unbelievable. Ab in den Brunnen. Doch, der Level gefällt mir. Ich habe gedacht, hier kommt ein echt beschissener Kack-Level. Aber der ist gut designt. Und ohne, dass man auf irgendwelche Mudakens oder Fuzzles Rücksicht nehmen muss, macht's gleich doppelt so viel Spaß. Ich werde eine Schubkarre brauchen, um diese Brieftasche wegzuschaffen. Ja, wir wissen's. Lulus Konto, fülle es! Oh yeah, jede Menge Moneten! Dann kann's ja nicht mehr allzu lange dauern. Lulu wird reicher und reicher. Tut mir ja so leid, Mutti! Tut mir ja so leid, Mutti! So, Mutti, was geht? Hier geht's weiter. Der Hebel. Öffnet! Sieht wieder Ausgang. Hey, Mudakens! Helfer Mudakens, aber wofür? Und noch was? Ah, ja, super. Ich sehe schon kommen. Das ist der Anfang. Oh ja. Das gibt eine Metzelschlacht. Geil, geil, geil. Geil gemacht. Daumen hoch. Also so vom Design und alles. Ich würde fast sagen, der beste Level im Spiel. Bis jetzt. Aber ich habe ein bisschen Angst davor, was noch kommt. Ihr seid nur zu viert, da oben sind ganze Menge, hey. Okay, hör zu. Gut, dann wollen wir uns wagen. Komm, wir versuchen es einfach. Mit Quicksave natürlich. Wir wollen ja nichts dem Zufall überlassen. Los geht's. Das könnte gut abgehen. Kommt doch drauf an, was für Waffen die Sleeks haben. Aber es sieht gut aus. Aber die treffen mich, ey. Deswegen verstecke ich mich ein bisschen. Echt? Das war's schon? Habt ihr wunderschön gemacht. Da geht's hoch. Ich sehe, dass es dort hochgeht, mein Lord. Ein weiterer Hebel. Öffne die Tür zu. Wohin? Oder was? Was kommt da? Hä? Wo? Nee, Quicksave? Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Oh, es geht weiter.
ein Problem für meine Kumpels. Ihr braucht nicht zu mir gehen, da sind noch jede Menge. Seht das von hier. Ich lass euch gerne mal machen. Ich verpiss mich. Dumm-di-dumm-di-dumm. Eine... Habt ihr gesehen? Der schleicht hinter mir her. Okay, meine Freunde, dann... Schleicht eine Runde mit mir. Manchen ist das zu blöd. Flapco, ist es die nächste Firma, ja? Wenn wir alles haben. Da geht's nochmal hoch. Lasse einen Moment hier. Dann gibt's doch nochmal ein Junior-Büro. Oh Gott. Was sind das für Sprünge? Ach du Heiliger. Bin gespannt. Ja. Da unten war noch eine Plattform, dann geht's ja. Aber gesehen habe ich das vorher nicht. So. Jo. Meine Fresse. Was für scheiß Sprünge, hey. Oh. Abe ist ja... Wow. Wir können jetzt keinen Quicksave machen. In dieser Situation. Das bedauere ich aber. Ja, erinnert mich irgendwie schon ein bisschen an Mario 64, ne? Zweite Welt. Aber jetzt können wir Quicksave machen. Theoretisch. Ja, Wumms Wuchtwahl, wo wir den Turm hoch müssen. Dass es echt irgendwie in jedem 3D-Spiel vorkommen muss. Ach, jetzt leckt... Also, meine Güte. Das ist blöd. Also, ich meine, da springt der ein bisschen dämlich, ja? Ist ja nicht schlimm, aber hier bei so Sachen... Kannst du es echt knicken. Was soll ich machen? Hinter jeder Stufe ein Quicksave setzen, oder was? So. So. Erstmal hier ein Quicksave. So weit, so gut, nämlich. Okay, das ist auch ganz nice. Naja, so oft wie Abe schon ertrunken ist. Okay, wir sind fast da. Na, wenn wir dich nicht noch in diesem Part kriegen, dann weiß ich auch nicht. Yay. Junior-Chefbüro, das nächste. Zack, zack, zwei reichen locker. Ich bin geizig. Ah, der hat schon ein größeres Büro. Ich bin stolz auf dich. Wahrscheinlich hatte jetzt jeder ein... immer ein Stück weit ein größeres Gefängnis. Flapco. Was mache ich hier? Was mache ich hier? Hört sich irgendwie an wie mein Nachbar. Ich weiß auch nicht. Was mache ich hier? Turm wieder runter. Bitte nicht dabei absaufen, das wäre voll cool. Hallo, Jungs. Oh, das ist immer noch nicht zu Ende, ne? Da kommt noch was richtig Fettes, ey. Ich riech das. Ich hab das im Urin. Die stehen nämlich da. Schön über Kreuz, ey. Das sah genial aus. Tja, und wie geht's weiter? Oh, da oben ist noch was. Die Nummer 6, also. Nur ein Junior-Chefbüro. Egal. Weiter geht's im nächsten Part. Also Leute, bis dann und ciao.